Moin Leute, ihr kennt doch bestimmt diese ganzen Hologramme aus Star Trek, Star Wars und so weiter. Heute zeigen wir euch, wie ihr ein Hologramm, genau wie dieses hier, selbst bauen könnt. Und das in nur 30 Sekunden. Viel Spaß dabei! Für diesen Versuch benötigt ihr bloß eine CD-Hülle, ein Handy und etwas Klebeband. Wir beginnen, indem wir die CD-Hülle aufklappen und den oberen Teil etwa in einem 45-Grad-Winkel aufstellen. Die Klappe befestigen wir nun mit dem Klebeband. Jetzt braucht ihr bloß noch ein Video, wie das, was wir euch in der Beschreibung verlinkt haben. Es funktionieren aber auch fast alle anderen Videos mit schwarzem Hintergrund. Dreht die Bildschirmhelligkeit eures Telefons ganz auf und legt das Handy mit dem Bildschirm nach oben und in Richtung der durchsichtigen CD-Hüllenklappe auf den Boden der CD-Hülle. Und schon ist es soweit, euer eigenes Hologramm. Dieser Versuch ist aber eigentlich kein richtiges Hologramm im physikalischen Sinne, sondern einfach eine Spiegelung. Wenn ihr mehr zum Thema Spiegel erfahren wollt, schaut doch mal in die Beschreibung, da wartet ein Artikel nur für euch. Also ich muss sagen, das Resultat kann sich echt sehen lassen, vor allem weil der Versuch so einfach war. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, schreibt uns in die Kommentare, wie der Versuch bei euch geklappt hat und abonniert den Kanal von Life in Physik, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Falls ihr noch etwas Hintergrundwissen zu diesem Versuch haben wollt, haben wir euch einen Artikel auf Life in Physik verlinkt. Bis dahin also viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal bei Life in Physik.